So, erste Fisch hängt. Nachdem ich es erst mit loser Bienenmade versucht habe, ist jetzt auf Spoon Forelle eingestiegen. Macht einen schönen Drill. Wieder ein selbstlackierter Spoon. Donau-Format. Vorderseite grell lackiert, Rückseite in Pink. Und eingenetzt. Läuft. Petri, Dank. So, hier ist der Fisch. Und hier seht ihr den Spoon, der noch im Maul hängt. Vorderseite gelb, grell lackiert, bisschen Silber angenebelt. Und die Rückseite in Violett. Der hat's gebracht. Tja, der Fisch kam, bevor ich überhaupt ein bisschen anmoderieren konnte. Mein Nachbar hat auch gerade einen Fisch dran. Der Geschäft sagt, Petri! Danke, ebenso. Ja, habe es wieder mal geschafft. Kurz zum Angelparadies Eschede. Werde heute wieder so 2 Stunden das Feierabendangeln genießen. Hatte erst mal eine feine Rute mit loser Bienenmade angetestet und habe dann jetzt auf Spoon gewechselt, nachdem ich auf der gezupften Bienenmade keine Reaktion bekommen habe. Dachte ich, vielleicht bringt dann doch ein bisschen mehr Druckwelle den einen oder anderen Fisch zum Anbiss. Ja, und da hat es dann auch ziemlich schnell geklappt. Jetzt werde ich also wieder bei Spoon bleiben. Verschiedene Farben, verschiedene Formen, verschiedene Gewichte austesten. In der Hoffnung, dass noch der eine oder andere Fisch einsteigen kann. Vom Wetter her, es ist leichter Nieselregen gewesen. Immer mal wieder kommt so ein bisschen Nieselregen durch. Immer mal wieder geht so ein kleiner Windhauch. Dazwischen kann man mit der Polarisationsbrille doch den einen oder anderen Fisch ausmachen und auch mal gezielt den Bereich anwerfen. Ja, und so war es auch vor dem Biss. Da konnte ich so in einer Ecke einige Fische stehen sehen. Den Spoon schön langsam durch den Bereich kurbeln und dann ist auch die Forelle eingestiegen. Und da haben wir die nächste, direkt vor den Füßen. Selbe Spoon, gelbe Vorderseite, violette Rückseite. Diesmal ein bisschen kleiner. Und ist eingenetzt. Petri, Dank. Ja, ich habe ja gerade angefangen. So, wieder keinen Erfolg auf der gezupften Bienenmade gehabt. Jetzt wieder umgestellt. Spoonrute in der Hand, in der Hoffnung, dass darauf wieder ein paar Fische auf Druckwellen reagieren. Der Nachbar neben mir auch gerade wieder eine Forelle auf Spoon gefangen. Hatte gerade noch mal einen verschenkt von meinen Lackierten und der hat tatsächlich auch gleich einen Fisch gebracht. Tja, also wieder einen glücklich gemacht. So kann der Tag dann weitergehen. Oder auch der Abend, besser gesagt.
Tja, wo ich vorhin jetzt die Fehlbisse mit dem der Bienenmarder hatte, versuche ich jetzt mal ein Spoon absenken zu lassen zwischen den Krautfeldern. In der Hoffnung, dass da eine tiefstehende Forelle zupackt und auch gleich hängt. Kurz flitzen hat man was gesehen. Ob die nun direkt den Köder attackiert hat oder Reis ausgenommen hat, konnte man schwer erkennen. Wieder ein Aufflanken. So, nächster Fisch ist rausgepflückt. Diesmal eine schön feine Gummirute hier. Köder weißer Libralur am Tungstenhaken. Ich hoffe, dass er hängen bleibt. Eingekeschert. Wird gleich nochmal präsentiert, solange man im Licht noch was erkennen kann. So, hier der Fisch. Schöne kleine Bachforelle. Nicht mal so gut zu sehen bei dem Licht, aber Fisch Nummer 3 ist gelandet. Ja, der Köder war gerade eingeworfen, wurde sofort attackiert. Leider wieder losgelassen. Mal sehen, ob ich hier im letzten Licht mit diesem weißen Libralur am Tungsten doch noch einen Fisch überlisten kann. Bringt natürlich wieder richtig Laune. Der Köder am Feingerät. Ja, hier sieht man auch, dass da die Libralur-Larve ein bisschen runtergezogen hat. Mal sehen, ob da noch mehr sind. So, nächster Fisch ist eingestiegen, wieder auf der Larve.
Diesmal eine kleine Portionsforelle und eingekeschert. So, meine Lieben, das Angeln werde ich jetzt beenden. Habe so etwas über 2 Stunden wieder in Eschede verbracht. Gefangen heute alles aktiv. Nicht ein Fisch, nicht ein Biss an der toten Rute, an der Grundrute, die ich ausgelegt habe. Weder auf Bienenmade noch auf Libralur. Da war heute nichts zu holen, absolut nichts. Ja. Diese 4 Fische sind es geworden. Wie gesagt, etwas über 2 Stunden gefischt. Da kann ich mich wieder nicht beklagen. Hoffe, es sind ein paar schöne Drehszenen dabei. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Udo.